Hallo, grüße euch wieder zur Vorstellung eines Kinderbuchs, das ein bisschen meiner Meinung nach ein bisschen auch ein philosophisches Thema abhandelt. Das Buch, was ich heute vorstelle, ist von polnischen Autoren. Es heißt Der achtsame Tiger. Der Text ist, oh, ich glaube, ich spreche die Autoren jetzt wahrscheinlich ein bisschen falsch aus. Sind für mich etwas schwierige Namen. Der Text ist von Przemysław Wächterowicz und die Illustration von Emilia Dziubak. Das Buch heißt Der achtsame Tiger. Es ist in der zweiten Auflage auf Deutsch schon erschienen, 2020 in Berlin. So sieht dieses wunderbar illustrierte Buch aus. Worum geht es in dem Buch? Es geht eigentlich darum, dass ein Tiger vorgestellt wird und er erzählt so, was er so macht, was er so den ganzen Tag macht in seiner Freizeit. Das ist so das Thema. Und da hat man natürlich auch Vorurteile oder das, was man so über den Tiger hört. Das spricht der Tiger dann auch selber an. Ne? Da wird dann gesagt, er ist grob, gefährlich, furchterregend, würde sogar beißen. Sagt der Tiger, ach, das sind ja zum Teil, stimmt das gar nicht so, ich beiße auch nicht. Ja, gut, den einen Touristen, den habe ich jetzt mal gefressen letztens, ne? Aber ich bin in meiner Freizeit mache ich eigentlich ganz andere Sachen. Ich bin auch sehr beliebt im Dschungel. So erzählt er dann. Und dann erzählt er, was er so in seiner Freizeit macht. Ne? Da ist man dann erstaunt, was er da macht. Also, was er zum Beispiel macht, er mit seinen scharfen Krallen schnipselt da Obst zu einem Obstsalat für das kleine Elefantenjunge. Ne? Das macht er. Hier sieht man schon, zeige ich vielleicht das Bild nochmal hier. Da schnipselt er, das Buch ist ein bisschen großflächig, wenn wir direkt mal vors Gesicht halten. Das schnipselt er also hier für das Elefantenjungen. Dann macht er frisierte Orang-Utans in seiner Freizeit. Er brütet Papageieneier aus, wenn die irgendwie verlassen rumliegen im Dschungel. Das macht er. Er baut Ameisenhaufen mit seinem Schwanz. Ganz tolle Ameisenhaufen baut er aus für Ameisen. Und Tapire. Und er tanzt mit Tapiren. Also Tapiren bringt er das Tanzen bei. Und dann wird noch gesagt, wenn er auch mal so eine Schlange oben am Baum hängen sieht und die Schlange kommt nicht mehr runter, dann hilft er der Schlange auch runter vom Baum. Das ist also das, was der Tiger in seiner Freizeit macht. Das ist natürlich schon ein bisschen märchenhaft, die Geschichte, aber ich denke, sie bringt auch zum Nachdenken, dass man sich vielleicht mal Lust bekommt, ein bisschen mit Fremden zu beschäftigen oder mal eigene Vorurteile so ein bisschen zu hinterfragen und mal schauen, ob sich die Sache vielleicht doch nicht anders verhalten könnte. Aber vor allem ist es für mich so ein Anreiz auch für Kinder, sich mal näher mit vielleicht auch Fremden oder Exotischen näher zu befassen, einfach Lust bekommen, sich da richtig mal damit zu befassen, vielleicht sogar auch, wenn es geht, auch persönlich, ja, nicht nur über Bücher. Von daher ist es auch so ein bisschen philosophisches Thema. Ist sehr lustig, bringt natürlich die Kinder auch zum Lachen, aber auch zum Nachdenken. So. Bei dem Buch muss ich sagen, meine Schwester hat es sozusagen getestet an Kindergartenkindern. Sie ist nämlich Erzieherin in einem Kindergarten, also mit kleineren Kindern getestet. Und dabei ist rausgekommen, dass die Bilder sehr gut bei den Kindern ankommen, aber die Texte zu den Bildern bei den ganz kleinen Kindern sind da nicht so gut die Texte angekommen. Also hat meine Schwester dann ein paar Seiten vorgelesen, haben sich die Kinder nicht so interessiert dafür für die Texte. Und dann hat sie dann immer selber die Texte gar nicht mehr weiter vorgelesen, sondern immer selber was zu den Bildern gesagt. Und das ist dann sehr gut bei den Kindergartenkindern angekommen. Die haben dann auch dazu gemalt, zu dem Buch selber ein paar Bilder gemalt. Also das ist sehr gut angekommen. Ich muss sagen, ich persönlich finde die Texte sehr witzig, sehr lustig. Vielleicht ist es tatsächlich schon etwas für ältere Kinder dann, diese Texte, vielleicht so für die ersten Grundschulklassen, dass die Kinder, dass dann der Text bei solchen Kindern besser ankommt. Ich kann hier vielleicht mal die ersten Seiten vorlesen, dann könnt ihr auch selbst sehen, in welchem Stil das geschrieben ist. Also wie gesagt, ich finde es lustig, Text und die tollen Illustrationen. Also ich lese einfach mal die ersten drei Seiten hier vor. Hier das erste Bild.
Ja, großflächig. Ich muss mal mein Gesicht hier verdecken mit dem Buch, weil es so großflächig ist. So, also es geht los. Hey, schaut mal, wen wir hier haben. Er ist riesig gestreift und sein Maul ist voll mit scharfen weißen Zähnen. Wisst ihr, wer das sein könnte? Ja, es ist ein Tiger. Er schläft noch ganz fest, aber bald, wenn ein sanfter Lichtstrahl seine Nasenlöcher umspielt, wird er langsam sein rechtes Auge öffnen, dann sein linkes und dann, nächstes Bild, nächste Seite. Arg, sehr erholsam dieser Schlaf. Hallo Kinder, ich heiße Tiger und lebe im Dschungel. Ich bin tapfer, vergnügt und freue mich darauf, was der Tag mir bringen wird. Sicher seid ihr neugierig, was eine so große Katze wie ich in ihrer Freizeit macht. Nächste Seite. Also, ich führe ein geregeltes Leben. Tagsüber streife ich in der Gegend umher, rede mit Freunden, denke über viele Dinge nach, mache ein kleines Nickerchen. Ich lausche den Stimmen aus dem Dschungel. Von Zeit zu Zeit esse ich eine Kleinigkeit. So geht das Buch los und dann beginnt der Tiger hier zu erzählen. Vielleicht zeige ich hier nochmal ein nettes Bild, wie er hier Papageieneier ausbrütet. Besonders nettes Bild. Also er brütet Papageieneier aus. Also sehr lustig und wirklich tolle Illustration in dem Buch. Also sehr lustig. Es ist auch nicht zu umfangreich. Ne? Das ist also auch nicht anstrengend. Das ist man relativ zügig durchgelesen. Wenig Text, groß und viele Illustrationen. So, das war auch schon meine Buchvorstellung. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Tschüssi!